Om Maitri Maitri Maha Maitri Aparamitayur Maitri Maitri Tathagataye Svaha. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, das war das Mantra des Maitreya. Liebe, Liebe, große Liebe, alles durchdringende Liebe. Liebe, die zum anderen Ufer, dem Ufer der Freiheit des Erwachens trägt. Svaha, leuchte auf. Ein Mantra, das mir seit vielen, vielen Jahren vertraut ist. Und wir alle wissen und haben davon gehört in den letzten 2 Tagen, dass es eine Energie ist, die Liebe, die wahre Liebe, die das Universum zusammenhält. Sie ist die Kraft Gottes. Die Kraft aller Buddhas und Bodhisattvas. Und sie ist etwas, das auch in uns vorhanden ist. Wir alle haben diese Samen in uns, in unserem Speicherbewusstsein, unverlierbar präsent. Ob wir sie vertrocknen lassen und nicht nutzen oder auf eine falsche Weise verstehen, Liebe, oder ob sie langsam stärker werden, in das Tagesbewusstsein treten und uns für uns selbst und für andere ein neues Angebot werden. Die Samen der Liebe. Und dieser Bodhisattva Maitreya ist der kommende Buddha. Ihn hat vor über 2.500 Jahren der Shakyamuni angekündigt als eine große Gestalt des Geistes, die in unserer Zeit, in unserer Sprache und mit unseren Möglichkeiten, die diese Welt inzwischen geschaffen hat, ob heilsam oder unheilsam, untersuche ich im Moment nicht. Aber um in dieser Zeit, mit den Möglichkeiten, die wir haben, wieder auf eine neue Weise präsent zu werden. Nun wird das sicher kein Prophet oder neuer Messias sein. Wir haben ja ein paar von der Sorte, die sagen, ich bin der Maitreya. Erst ist wieder im Internet in England einer aufgetaucht, der von sich behauptet, der Maitreya zu sein. Das ist, da müssen wir genau hinschauen. So wird es wohl nicht geschehen. Ich bin sehr viel mehr davon überzeugt, dass Thay recht hat, Thaynatham recht hat, wenn er sagt, dieser Maitreya wird kein einzelner Mensch sein in dieser neuen Zeit, in dieser globalisierten Zeit, die so vernetzt und verwoben immer mehr uns deutlich wird, wie es wirklich aussieht und wie sehr alles zusammengehört, sondern es wird der Maitreya wird sich manifestieren in einer Gruppe, in vielen Gruppen von Menschen, die ein Netzwerk bilden in dieser Welt. Ein Netzwerk, einen guten Weg zum ganzen Menschen hin, zum menschlicheren Menschen hin zu gehen. Und das wird das Erscheinen des Maitreya sein in dieser Gruppe, dieser Gemeinschaft von Menschen, die unbeirrt Schritte gehen in die richtige Richtung, für die es so viele Hinweise, Möglichkeiten, Angebote gibt seit vielen, vielen 100 Jahren. Und in uns selbst ist dieser Samen des Maitreya vorhanden. Denn er ist der große Liebende. Maitri heißt der Liebe und Maitreya der Liebende. Der künftige Buddha, der in uns allen entsteht und sich manifestiert, wenn die Kraft groß genug, stark genug ist, diese Welt allmählich zu verändern, dadurch, dass wir uns verändern. Er ist ein leuchtendes Symbol für unsere Ausrichtung, die rechten Schritte zu tun. Das Bild eines vollkommenen, eines befreiten Menschen, der das in sich freigesetzt hat, was da war und da ist, auch in jedem von uns. Die Möglichkeiten, dieses Potenzial des Erwachens und der Freiheit, das unverlierbar in jedem von uns vorhanden ist, verfügbar zu machen. Und sein Wesen besteht für mich, und ich kenne ihn inzwischen recht gut da drin, das ist also eine persönliche Interpretation, besteht für mich aus seinem tiefen Wissen, Wissen im Sinne von Weisheit, von Tiefschauen, um die wahre Natur unseres Allesseins, des eigenen
und wenn alles miteinander verbunden ist, damit auch die Erkenntnis von allen Erscheinungen in diesem Universum. Denn so wie im Kleinen, so im Großen, so wie drinnen, so auch draußen. Und wenn ich in mir selber, und ich habe mich nun mal ständig zur Verfügung sozusagen, die wahre Natur dessen, was mich ausmacht, entdecken kann, und dann habe ich erkannt, wie es sonst noch aussieht und was die wahre Natur alles Seins, aller Manifestationen ist. Dieser Maitreya hatte auch mal vor undenklichen frühen Zeiten, und ich meine damit ein bestimmtes geistiges Potenzial der Liebe, vielleicht Hypothesen und Zweifel zunächst mal in Bezug auf den Weg und nicht genug Selbstvertrauen. Aber dieses Vertrauen entstand durch Erfahrungen und Einsichten, so wie auch in uns. Vertrauen entsteht, indem wir Erfahrungen machen, indem wir Einsichten bekommen, indem wir ein paar Schritte gehen und auf die Weise Erfahrung sammeln, erfahren. Und dann wird dieses Vertrauen plötzlich so stark, dass Zweifel keinen Platz mehr haben. Ein paar konstruktive Zweifel von mir aus, ja, okay, aber keine destruktiven, zerstörerischen mehr. Ist das alles richtig? Bin ich da am richtigen Dampfer? Ist es das, was ich an Zeitenergie investiere? Lohnt sich das? Bringt es was? Die Fragen kommen alle nicht. Wir gehen. Buddha Dharma ist immer Marga. Gehen. Schritt für Schritt setzen. Nur gehen. Und so setzt er in sich die Kraft frei durch dieses Gehen in Richtung zum ganzen Menschen. Zum Vollkommen, zur Freiheit hin. Das ist das eine. In ihm ist neben diesem tiefen, tiefen Vertrauen und der Gewissheit, den rechten Weg, die richtige Richtung zu haben, auch die Energie der Achtsamkeit natürlich, ist das zweite. Eine wirklich volle Präsenz der Achtsamkeit. Und diesen Samen haben wir auch in uns. Alles, was ich aufzähle, ist Teil von uns selber. Darum ist ja auch Maitreya ein Stück von uns und in uns. Vielleicht unerwacht, sehr eingeschränkt. Aber er ist da, unverlierbar. Und diese Energie der Achtsamkeit, die Thay mit der Essenz seines Buddha definiert, oder vergleicht mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes, die in allem wirkt. Diese Kraft und Energie der Achtsamkeit ist das Zweite, was ihn erfüllt. Und jede Minute sehr wach, sehr gegenwärtig sein lässt. Anstrengungslos. Es ist Teil seines Wesens geworden. Und was ist das andere, was noch zu ihm gehört? Vier Aspekte. Karl hat sie genannt, den Sammelbegriff dafür. Chitta Bhavana. Vier Bhavanas sind Hervorbringungen. Etwas, was wir aus dem Herzen, Chitta heißt das Herz, Chitta heißt auch der Geist, beides ist im Sanskrit gleichermaßen gültig. Das, was aus dem Herzen und aus dem Geist hervorgebracht wird. Bhavanas. Es sind die unermesslichen Geisteszustände. Sozusagen das Höchste im menschlichen Sein, im menschlichen Geist. Wenn er davon erfüllt ist, es ist darin, es ist da. Aber wenn es erfüllt ist, wenn es aufleuchtet, wenn es uns ganz Teil von uns ist, dann sind diese Bhavanas, die wir hervorbringen müssen, so heißt es nun mal, freisetzen, dieses Potenzial, das wir Bodhicitta, Erleuchtungspotenzial nennen, lebendig werden lassen, mit Energie versorgen, durch unsere Übung, unsere Bemühung. Wenn die da sind, dann sind das sechs Kräfte, dieses Vertrauen mit der Gewissheit, die Energie der Achtsamkeit und die vier Bhavanas, jene sechs Kräfte, miteinander verwoben zu einer herrlichen Blüte, zu einer goldenen Blüte, die das Symbol auch des Maitreya ist. Und das sind nun diese vier Bhavanas. Natürlich, das erste ist die Liebe. Wie könnte es anders sein? Es würde nicht der große Liebende heißen. Es ist die Liebe, so verstanden, dass wir auf zärtliche und fürsorgliche, auch wenn es das Wort nicht so gut gefällt, auf zärtliche und fürsorgliche Weise uns und andere immer besser verstehen. Unsere Schlachtfelder und Kriege eingestellt haben mit uns selber, mit dem engsten Kreis der Familie,
den Kollegen und Mitarbeitern im Beruf und mit der ganzen traurigen, oft schlimmen, vergifteten Gesellschaft. Zärtlich, besser verstehen, dieses Mantra wirklich einsetzen. Ich bin da für dich. Auch zu sich. Ohne Egoismen, sondern auf eine freien, liebevollen, fürsorglichen Art. Körper und Geist, ich bin da für dich. Und auch das andere, vierte Mantra, die anderen zwei erspare ich mir. Moment. Bitte hilf mir, dich besser zu verstehen. Es ist so wichtig, dass wir es lernen zuzugeben. Wir haben dich nicht verstanden. Helf mir dabei, damit ich dich besser annehmen und auch lieben kann. Füreinander da sein, das ist Liebe. Meinen Partnern, meinen Kindern, meinen Kollegen, meinen Freunden, meinen Eltern Raum geben und sie wirklich wahrnehmen. Sie wahrnehmen. Du bist wirklich da vor mir. Sie neu anschauen, wie wir sie zum ersten Mal wieder begegnen würden. Das ist so schön. Und für sie da sein, gegenwärtig sein, ob sie uns nun annehmen oder nicht, ob sie uns bemerken oder nicht, ist nicht mehr die Frage. Wir sind einfach da, wie eine Blume, die einfach da ist und blüht in ihrer Schönheit und nicht darauf spekuliert, ob sie jetzt von uns beachtet wird oder nicht. Einfach da sein. Und das in allen, mit allen Menschen, die wir und allen Wesen, denen wir begegnen. Verfügbar sein, Liebe, auch dem Fremden gegenüber. Ganz gleich, welcher Rasse er angehört, welcher Kultur, welcher Religion, ihn in seinem Tatata heißt das, in seinem So-Sein, so wie er ist, auch wenn es schwer fällt. Aber dann ist es Liebe, zu akzeptieren. Wir werden uns dabei ändern und die Welt wird sich ändern. Und wir sind ja ein Teil von ihr, untrennbar. Und alles, was sich in unserem Bewusstsein, in unserem menschlichen Geist verändert, stärker wird oder geschwächt wird, ist ein Gewinn oder ein fürchterlicher Verlust für diese Welt. Wenn genügend Menschen Groll und Wut und Fanatismus und Intoleranz in sich haben, wissen wir selber, was sich daraus entwickelt. Sie sind alle beteiligt, auch die Zuschauer, egal ob Fernsehbild oder sonst wo, auch sie sind beteiligt. Durch ihre alltäglichen, durch ihr alltägliches Denken und Handeln und Reden. Das ist es. Meine Schritte andere sehen lassen, auf Richtungen achten, Markierungen, die wir haben, und begleiten, nur begleiten, für sie da sein und begleiten. Das ist Lieben und Raum geben, dass diese Lebensbäume blühen können, sich ausbreiten können, nicht im Schatten verkümmern durch Kontrollen und brutale oder subtile Machtausübung und Einfluss. Raum geben. Kindern, Partnern, Eltern. Und das zweite ist das Mitgefühl. Mitgefühl, Karuna. Für die Mitwelt. Für unsere Mitwelt. Und diese Schreie immer wieder hören. Wir dürfen nicht gleichgültig werden. Maitreya ist nie gleichgültig. Er ist immer engagiert. Immer. Und er hat viel, viel Mitgefühl. Und wir sehen, dass wir leben in einem Umfeld, das von Gier und Neid geprägt ist. Mehr denn je. Ich war lang genug in der Wirtschaft, um zu sehen, wie dies geschürt und gefördert werden kann. Durch welche Mittel? In der PR-Arbeit, in der Werbung, in der Marketingabteilung oder wo auch immer. Und das sind alte, in uns auch übernommene, oft nicht nur produzierte, sondern auch übernommene, nicht befreite Samen des Leidens, der Anhaftung und der Wut, die auch sich auswirken und oft viel Energie drauf haben. Und wir sind umgeben von Menschen, die deren Denken und Handeln, und vielleicht gehören wir zum Teil selber dazu, ausgerichtet ist auf Wellness, Wohlsein. Nicht umsonst haben die Hotels, die Wellnessabteilungen anbieten, einen unglaublichen Boom und können alles Mögliche verlangen an Geld, an Euros, um Menschen auf diesem Nebengebiet zufriedenzustellen und sie ausweichen. Ausgerichtet auf Wellness, auf Erfolg, auf bisschen Macht und Einfluss, bisschen Kontrolle, in der Möglichkeit viel Besitz. Davon sind wir umgeben. Und alle sind
trotzdem ziemlich unglücklich, gestresst, angespannt beim Laufen. Und wir wissen, im Grunde will jeder von uns und jedes Wesen, jedes, geliebt werden, anerkannt, beachtet und ein wenig Freude und ein wenig Frieden für sich haben. Und schafft's nicht. Und dabei ist das Dritte, die dritte Hervorbringung, ist Freude und mit Freude. Schaut's her, von vier göttlichen Verweilungen oder unermesslichen Geisteszuständen ist die dritte Freude, mit Freude, dieses Lächeln und diese innere Heiterkeit zu finden in der Gewissheit, dass nichts verloren geht, dass nichts hinzukommt, dass die Chance da ist, alles, auch den ganzen Abfall, nennen wir es mal, oder Kompost, zu Blumen zu verwandeln, zu transformieren. Es ist möglich und eine Gestalt wie Maitreya in uns fordert uns jeden Tag dazu auf, dieses Recycling des Geistes durchzuführen, diese Veränderung möglich zu machen. Und wenn wir das spüren, dann kommt Freude und eine gewisse Heiterkeit und ein Lächeln, auch in schweren Situationen, die manche Menschen, dass manche Menschen nicht verstehen. Warum lächelt der denn noch so ein bisschen? Weil wir sehen, es geht nichts verloren. Es kommt nichts dazu in dieser Welt, im ganzen Kosmos. Es ist ein ganz holistisches System, nach buddhistischen Erfahrungen, Überzeugung, und verändert sich nur. Das ist auch die Begründung, warum Leben unzerstörbar ist. Leben wird immer da sein, soweit wir zurückdenken können, seit anfanglosen Zeiten und auch noch fänden wollen. Ein Leben, das dadurch sich beweist, dass es ständig Bewegung und Veränderung gibt. Und dass es den Bedingungen, die da sind, Konditionen, sich immer neu gestaltet und neu formiert. Leben ist unzerstörbar. Und das kann uns Freude vermitteln. Eine ganz tiefe, existenzielle Freude und Heiterkeit. Und dann spüren wir diesen Tanz des Lebens und können selber uns ein wenig mitbewegen. Es geht nicht immer, aber geht vielleicht immer öfter. Es sich bewusst zu machen und zu freuen an so vielen Dingen. Und dass wir diese Schwere, diese Enge, diese Blockade ablegen in uns. Ja, und das Letzte ist der Gleichmut. Einen gleichen Mut zu haben, zu leben und eine Richtung zu nehmen in diesem Leben. Und es fällt nicht leicht. Wir brauchen Mut. Wir werden viele Rückschläge erleben, oft hinfallen. Aber man kann auch trainieren, wieder aufzustehen und so zu fallen, dass es nicht zu weh tut. Und wieder aufstehen, den Dreck abklopfen, diesen roten Staub, wie Tai oft sagt, die tausend, zehntausend Dinge des Alltags weitergehen. Und verdammt nochmal, wenn ich humple, ich gehe weiter, auch humpelnd. Das ist diesen Gleichmut, auf der einen Seite zu akzeptieren, was uns widerfährt, weil halt die Bedingungen so sind. Und auf der anderen Seite loszulassen, was wir nicht festhalten können. Uns das bewusst zu machen, dass es nichts gibt, was wir festhalten könnten und konservieren. Denn Leben ist Veränderung, ständige Veränderung. Wir haben Einfluss, wir können Einfluss nehmen auf die Veränderung, wenn wir üben. Oder wir lassen uns manipulieren, es geschieht trotzdem die Veränderung. Wir merken es bloß nicht oder werden so verändert, wie es andere sich vorstellen und wünschen. Und das wäre furchtbar. Das dürfen wir nicht zulassen. Also brauchen wir Gleichmut, gleichen Mut. Wir loslassen, was wir nicht halten können, und wir akzeptieren, was aufgrund der Bedingungen, an denen wir beteiligt waren meistens, geschieht. Das sind die vier Bhavanas. Das macht Maitreya aus. Und um das zu üben, gibt es ein Maitreya-Haus. Heißt nicht umsonst so. Und um anderen zu helfen, die in einer verzweifelten Lage sind, gibt es einen Maitreya-Fonds für Vietnam. Er heißt auch nicht umsonst so. Und wenn eine Sangha sehr vertrauensvoll in eine gute Richtung arbeitet, ist sie für mich eine Maitreya-Sangha, eine Gemeinschaft des Maitreya, die darum bemüht ist, ihn zu realisieren in dieser Welt. Dass genügend Kraft entsteht, dass er wirksam wird. Er ist also, ich wiederhole es nochmal, keine Einzelperson, sondern das Ergebnis unserer Bemühungen, unserer Richtung, die wir gehen.
und ihnen in unserem Herzen mehr Raum zu geben, dieses Chitta Bhavana, diese Hervorbringung entstehen zu lassen in unserem Geist, ist möglich. Er kann uns motivieren, wenn wir ihn uns bewusst machen. Und das ist eine Möglichkeit, die ich auch noch euch sagen möchte. Für mich hat Maitreya ein klares Bild. Er bildet sich ein in mir, eine Einbildung, ein Bild, das ich früher oft geübt habe als eine Meditationsübung, ihn mir bewusst zu machen in meinem Herzen und vor mir zu sehen. Und er hat oft mein Gesicht gehabt, weil er Teil von mir ist. Ich habe das in einem Büchlein mal beschrieben, wie das geht, so die einfachste Übung, ihn zu visualisieren sozusagen. Und dies in diesem Bild vor mir zu sehen, ein Bodhisattva, ein Menschen, der Vollkommenheit weitgehend erreicht hat, wenn nicht ganz, der die besten Eigenschaften, die ich eben aufzählte, bereits verwirklicht hat. 100%. Eigenschaften, die in mir sind, aber sehr unvollkommen, sehr wenig geweckt, sehr wenig wirksam. Und dann trete ich mit diesem Bild, diesem Idealbild, das aus mir selbst heraus kreativ, schöpferisch entstanden ist, in Kontakt. Man sagt, das ist das Bild, wohin ich mich bewege, worauf ich zugehe, aus meinem Geist entstanden, aus dem menschlichen Geist. Darauf bewege ich mich zu und er ist da, klar und deutlich. Dann entsteht eine Motivation und eine Zuwendung zu unserem eigenen, zu unserer eigenen Schöpfung, die wir auch wieder auflösen, in unserem Herz auflösen, die uns sehr viel helfen kann, die nächsten Schritte kraftvoll und entschlossen zu gehen. Ich habe dieses Bild dann fast 15 Jahre lang nicht mehr vor mir gesehen und einfach vergessen. Vergessen. Und als ich im November 2000 in der Wüste war, 4 Wochen Retreat allein gemacht habe da drin, in einem kleinen Steinhäuschen, war er plötzlich wieder da. Da bin ich gerufen. Er war da. Das war keine bewusste Schöpfung, sondern ein Bild, das aus dem Herzen wieder auftauchte und ganz plastisch in einer Steinwand der kleinen Meditationsklause auftauchte. Ah ja, da bist du ja. Hab dich lange nicht gesehen und gespürt. Ich konnte neu in einen Dialog treten mit diesem Maitreya und seither begleitet er mich wieder und zeigt mir vieles, was nicht immer so schön ist. Aber er zeigt es. Und ich sehe es. Und das hat mir einen Anstoß gegeben, wieder diesen Weg des Teilzeit- oder Vollzeit-Bodhisattvas, je nachdem, was wir gerade einsetzen können an Energie und Zeit, einfach immer wieder weiterzugehen, solange ich kann, mit diesem alternden Körper. Und dieser Bodhisattva-Weg besteht aus Liebe und Mitgefühl. Das ist die Essenz, ein bisschen mehr Zeit einzubringen für andere, ein bisschen mehr Energie aufzuwenden für andere Wesen, ein bisschen mehr sein Wissen und Erfahrung verfügbar zu halten. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen in einer bestimmten Situation, die materiellen Mittel verfügbar zu halten. Nicht nur sie einzunehmen, sondern auf rechte Weise ausgeben zu lernen. Und Liebe für alle, die davon ein bisschen benötigen. Und wer tut es nicht? Und der Karl hat recht, wenn er sagt, es kommt mehr zurück, als wir geben. Ich glaube, das hast du gesagt. Es kommt immer mehr zurück. Und es ist auch etwas, eine Energie, die nicht versickert, wenn wir sie pflegen und kultivieren. Wenn wir uns darum kümmern, wird sie nicht vertrocknen in unserem Speicherbewusstsein, der Vijnana. Ah, ah. Und deshalb gibt es 7 Übungen. Das mag so langsam zum Ende meiner Betrachtung führen. Eintauchen in die sogenannte, Weisheit der Wesensgleichheit. Keine Diskriminierungen mehr. Alle Wesen haben Vollkommenheit und sozusagen dieses, wir nennen das Buddhaschaft, in sich. Das Potenzial zu einem vollendeten Wesen.
Ich kann es mir nicht mehr leisten, Wesen wohl zu unterscheiden in ihrer Erscheinung, in ihrer Situation, in ihrer Art und Weise, wie sie mit der Welt und sich und mir umgehen. Aber im Grunde haben sie alles das Gleiche in sich, die gleiche Qualität in ihrer tiefen Natur. Und das verändert mein Verhalten. Es ist eine gute Übung, sich das deutlich zu machen. Nicht diskriminieren mehr. Das Zweite, wir haben es schon gehört, dieses Beurteilen, diese pausenlose Kommentare, ehrlich zu stoppen. Beurteilen, verurteilen, vorurteilen, vergleichen. Der ist besser, der ist schlechter. Der ist mir überlegen und der ist mir unterlegen. Und danach unsere Handlung ausrichten. Diese ständige Bewerten, Vergleichen und diese Kommentare wenigstens einmal zu bemerken zuerst und dann vielleicht zu beenden. Die dritte Übung ist für mich, das Wunder des Sehens, des Lebens, das Wunder des Lebens kennenzulernen, neu sehen zu lernen, was da ist. Und das kann immer gekoppelt sein mit viel Schmerz, viel Mitgefühl oder aber auch mit viel Freude. Das zu sehen, was da ist, nicht abdrehen mehr, aufnehmen und ja sagen, was mich nährt und aushalten, was mich kaputt zu machen droht. Yata Buddha, der Wirklichkeit gemäßes Sehen lernen, schauen und so viel Wunder dabei entdecken. Vierte Übung ist Geduld. Eine der ganz großen Bodhisattva-Eigenschaften, der es mir immer noch zu viel mangelt. Geduld mit sich, die Ansprüche aufzugeben, die ständig uns zerreißen, weil Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen. Geduld, sich zu akzeptieren und andere letztlich auch, so wie sie sind. Zeit zum Reifen geben, dass etwas reifen kann. Ich habe auch einmal geglaubt, ich habe das in der Diskussionsgruppe erwähnt, jetzt kenne ich den Buddha Dharma vor 27 Jahren und habe den studiert und jetzt bin ich also in kürzester Zeit erleuchtet. Ich mache die Retissima, darum war es ja auch dann das Diamantfahrzeug, das sogenannte, wo dann von Tibet her Aussagen kommen, wie in kürzester Zeit kannst du durchstarten. Oh, das waren aber Abstürze. Und es hat wehgetan. Es hat wehgetan. Und Govinda lächelte, mein erster Lehrer, und sagt, du wirst noch viel mehr abstürzen. Bei dem Tempo, wie du kletterst, mit ungenügender Ausrüstung, mit einem so unvollendeten geistigen Potenzial, wirst du schreckliche Bauchlandung. Und genau das geschah. Reifen lassen können, bescheidener werden in seinen Schritten, aber nicht aufhören zu gehen. Ja, nicht aufhören. Und ich werde tausendmal weiterklettern, auch wenn mal eine Steilwand kommt. Gebt nicht auf. Das ist schön. Das gibt euch unglaublich viel Kraft. Fünftens, das war ja fünftens, glaube ich, die Geduld, andere und sich zu akzeptieren. Zeiten der Stille. Wir brauchen Zeiten der Stille. Wir müssen zu uns nach Haus kommen können. Wie will ich jemals einen Maitreya und sein Potenzial, das ist, und das geht's ja hauptsächlich, entdecken in mir und stärken, wenn ich mir nicht die Zeit dafür gebe. In die Stille gehen und lassen lernen. Ich freue mich sehr darauf, im September wieder ganz in die Stille zu gehen, diesmal in die Sierra Nevada, wieder allein zu sein mit mir und sehr, sehr zu Hause zu sein. Wie immer wir die Zeiten der Stille uns einteilen und der Ruhe und das Stoppen. Schaut euch es gut an, wo ihr das unterbringen könnt. Lasst euch nicht zermahlen von der Alltagssituation und dem Druck der Termine und der Verpflichtungen. Und dann noch die Beharrlichkeit, die Kontinuität. Ich habe immer gesagt, Schritt für Schritt weitergehen. Nicht aufgeben. Auch wenn es Trockenphasen gibt, wo wir nichts bemerken und sagen, ich bin immer noch der alte Depp, der ich vorher war. Nein, das ist nicht wahr. Wir sind es nicht. Wir verändern uns ständig. Wenn wir weitergehen, wenn wir nicht aufgeben, dazu brauchen wir oft eine Gemeinschaft, die uns stützen kann darin. Regelmäßige Verabredungen, Vereinbarungen, dass wir uns damit befassen, wieder beschäftigen. Einfach da sind und es tun. Kontinuität, Beharrlichkeit. Und so entsteht ein solides Fundament. Das fällt nicht mehr so leicht um. Und eben diese, als letztes, als Übung, die vier Citta Bhavanas.
diese Hervorbringungen. Es allein zu wollen reicht nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Das genügt nicht. Wir müssen auch die Fähigkeit entwickeln, es umzusetzen und nicht nur den Wunsch haben. Es gibt so viele, die jedes Konzept verstanden haben, die alle Bücher kennen, die alle Vorträge hören und immer wieder sich neu bestätigt fühlen in dem, was richtig und sein sollte. Und nichts passiert. Warum passiert nichts? Weil sie nicht üben, nicht ihre eigene Erfahrung und Einsicht gewinnen. Weil das ist die größte Motivation zum Weitermachen. Der Wille genügt nicht. Ja, man müsste und man sollte und ich werde natürlich und so, ja. Was, wie oft habe ich das in diesen fast 3 Jahrzehnten gehört? Und wie viel sind Hörer geblieben? Sie sind gekommen und sie sind gegangen. Und es ist so schade. Wertvolle, wunderbare Menschen, die dieses Leben als Menschen leben dürfen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, die ihre Fähigkeit nicht entwickelt haben, die in ihnen ist. Gerade den Maitreya in sich zu entdecken und zu stärken. Man kann lernen, hinzufallen und weiterzugehen. Man kann das lernen. Denn ohne das geht's halt nicht bei der Übung. Und so lernen wir dann auch dieses Sabbatataya mit allem eins sein. Dieses Intersein. Wenn wir lieben lernen, wirklich lieben lernen auf eine neue Weise, dann ist es verbunden mit einer Bewusstseinsvertiefung. Nicht die Esoterik-Wünsche der Bewusstseinserweiterung, sich zu verzetteln, irgendwo zu landen und an 1000 Dingen teilzunehmen. Also wenn ich so durch eine Esoterik-Messe gehe oder wenn ich das auch bunte Angebot von religiösen Gemeinschaften sehe, manchmal tut mir die Kirche leid, was da so alles ausprobiert wird, in der Verzweiflung immer mehr Gläubige zu verlieren. Das ist es nicht. Es geht um die Vertiefung, da hinunterschauen. Govinda hat mir mal gesagt, weißt du, wenn du dich so ausbreitest und immer eine Erweiterung machst, das hat nichts mit Weite und Offenheit zu tun, sondern das ist ein Verdünnen, ein Verzetteln. Er hat mir eine Spirale gezeichnet und hat gesagt, eine Vertiefung nach der anderen. Das ist der Punkt. Da musst du reingehen, tiefer gehen, das Bewusstsein tiefer werden lassen, an deine Natur kommen, an das, was echt ist und was wirklich ist. Dann Ultimate Dimension, die letztgültige Dimension deines Wesens und deiner Wirklichkeit. Und wenn mir jemand sagt, dann das mit deinem Maitreya, das ist ja ein bisschen Fantasiegebilde, das ist ja nicht wirklich. Dann sage ich, Wirklichkeit ist das, was wirkt auf mich. Das ist meine Wirklichkeit, wenn sie Wirkung hat. Und deshalb kann dieser vertraute Dialog uns sehr helfen. Und wir haben alte Wurzeln in uns für Dialoge. Eine Gotteserfahrung geschieht auch im Dialog. Jesus kann entdeckt werden im Dialog, ob man das dann Gebet nennt, ob man das in die Stille gehen nennt, ob wir uns den Mystikern zuwenden. Es ist immer wieder das Gleiche. Aber wir haben ein klares Bild von dem, wohin wir gehen. Das kann natürlich auch ein solches Bild sein. Es sollte nur lebendig werden. Es darf nicht Statue sein, nicht Stein, Stoff, Metall. Es muss für uns etwas sein, das unser Herz betrifft, das lebendig wird. Und so, wenn wir dies aus diesem Geist heraus angehen und unsere Lebensbäume pflegen, unseren und jenen der anderen, liebevoll, wie viel Wasser braucht der Baum, ja, wie viel Sonnenschein müssen wir und dürfen wir ihm geben, dass er diese Früchte, diese Bhavanas, diese Hervorbringungen auch ihm möglich sind. Dem anderen, jedem wünschen wir das, auch denen, die wir nicht mögen, weil dann werden sie anders. Wie viel Aufmerksamkeit braucht er? Das ist es, worum es uns geht. Ich möchte euch noch einladen zum Abschluss, dass wir eine kleine Meditation miteinander machen, die wir Liebesmeditation nennen. Es gibt ja verschiedene Formen. Wir haben eine, die ganz bekannt ist, die 7 Schritte, die Thai oder 9 sind es, uns empfohlen hat, aber ich möchte euch einen anderen Vorschlag
machen. Eine kleine geführte Meditation, die uns ermöglichen kann, die Mauern der Sicherheit, die wir aufgebaut haben, die Mauern, die Gefängnismauern wurden, dann nicht mehr mühevoll einzureißen, die Mauern, die unser kleines Ich gebaut hat, als Selbstschutz. Und je weniger Selbstwertgefühl, desto stärker sind die Mauern zur Sicherheit, die ein Gefängnis geworden sind. Und die einreißen, ist eine harte Geschichte. Nein, Maitreya zeigt mir, dass in dem Kerker, in dem ich sitze, die Tür offen steht. Die ist nicht zu. Wir können jederzeit rausgehen. Aber wir haben oft Angst, den selbstgebauten Kerker zu verlassen, weil wir dann etwas Vertrautes, etwas, wo wir uns gut eingerichtet haben, entlassen müssen, verlassen müssen. Und es ist hart. Der Weg in die Freiheit des ganzen Menschen, erschreckt uns oft, lässt uns zurückzucken und schnell wieder in unsere Mauern, Schutz- und Gefängnismauern laufen. Selbstmitleid statt Selbstwertgefühl. Geschäftigkeit und Stress statt Stille und Ruhe und Schweigen und Stoppen. Angst und Gier und Neid statt ein bisschen mehr Einsicht, Stille und die Weisheit des Herzens. Hochmut und Selbstgerechtigkeit sich größer machen. Vorher haben wir uns kleiner gemacht, machen wir uns wieder größer. Dafür Demut und Bescheidenheit und Ehrlichkeit. Und die Mauer der Gleichgültigkeit und Trägheit abwenden, wegdrehen. Dafür den Gleichmut sehen. Das sind selbstgemachte Mauern. Und da haben viele Generationen oft dran mitgearbeitet, dass die so aussehen. Aber wir haben in uns unverlierbar diese offene Tür, den Weg zur Freiheit. Ein bisschen weniger Angst, ein bisschen mehr Mut, ihn zu gehen und sich durch nichts beirren lassen. Das ist die Botschaft. Und dann darf ich zur Meditation einladen, vielleicht einmal die Glocke. Wir atmen ein und aus und wissen, dass wir ein- und ausatmen. Ganz bewusst. Ein und aus. Wir verbinden somit unseren Körper, spüren auch, wie wir da sitzen, und unseren Geist. Der Atem ist die Brücke. Dass wir ganz da sind. Körperlich und geistig präsent. Wir können unser Herz öffnen und einen Lichtstrahl, einen geistigen Laserstrahl, der unsere Liebesenergie, unsere wirkliche tiefe Zuwendung zum als Substanz besitzt, als Inhalt, rauslassen, leuchten lassen. Wie wenn wir eine Lampe, einen Punktstrahl einschalten. Wir spüren die Helligkeit und die Wärme, das Licht, ein goldenes Licht dieser Herzensenergie, Liebe. Nun laden wir ein Menschen, die wir sehr lieb haben, Partner, Kinder, Freunde, Eltern, wer immer es ist, auf uns zuzukommen. Wir sehen die Gestalten, ob sie noch leben oder nicht, und die Bilder. Wir können sie uns sicher alle gut vorstellen, jene Menschen. Und wir umarmen sie, wie sie auftauchen, hintereinander, und sie treten dann seitlich weg. Wir schauen sie an, umarmen sie und verbinden sie mit unserem Lichtstrahl der Liebesenergie. Wir sehen sie, wer immer auftaucht, Menschen, die wir lieben, gelernt haben. Wir lassen es zu, laden auch ein jene, die uns ziemlich gleichgültig sind, Menschen und vielleicht auch andere Wesen, Tiere, was immer auftaucht, sind wir bereit, uns voll und ganz zuzuwenden mit diesem liebevollen Lichtstrahlen. Das können Menschen sein, denen wir irgendwo begegnet sind, die uns gerade einfallen, die wir kaum kennen. Aber auch ihnen wenden wir uns zu, mit einem sehr geöffneten, liebeerfüllten Herz und diesem goldenen Strahl. Können Sie umarmen, wer immer auftaucht, dann dürfen Sie wegtreten, wenn Sie möchten.
Wir sind auch bereit, einzuladen jene Menschen, die uns Schwierigkeiten machen, Probleme bereiten, die wir ablehnen, die wir absolut nicht leiden können. Lasst sie kommen. Seht die Gesichter, seht die Gestalten, wie sie auf euch zugehen. Ob drohend, ob verächtlich, ob bestimmend oder nicht. Zeigt ihnen, dass ihr sie annehmen könnt. So, wie sie erscheinen. Zieht euren Lichtstrahl nicht zurück. Umarmt sie damit. Auch sie haben Vollkommenheit in sich. Sie wissen es nur nicht. Sind nicht verfügbar. Schaut die Gesichter an. Verhärmt, verbissen, wütend, verächtlich, hochmütig. Ein langer Strom von Wesen. Jeder hat seine eigenen Bilder von euch, die er ganz tief zu akzeptieren, anzunehmen versucht. Sagt ja zu ihnen. Sagt, ich kann dich annehmen. Ich bin bereit, dir auf neue Weise zu begegnen. Auch wenn du dich wegdrehst, ich bin da. Ich bin da. Ich lächle dich an. Und hier ist meine Liebesenergie. Ist bei dir. Ihr könnt Tiere einladen. Ihr könnt eure Lieblingspflanzen damit umarmen. Aber auch solche, die ihr nicht mögt und die leben wollen und Zuwendung brauchen. Ihr könnt auch Steine umarmen und Kristalle. Dann lasst diesen Strom der Erscheinungen versiegen, dass es leerer wird. Und wendet diese Energie der Liebe euch selber zu, eurem eigenen Herzen wieder. Nehmt es zurück, hinein. Vielleicht ist sie ein bisschen stärker im Herzen, weil sie eingesetzt wurde, weil wir sie in unserem Bewusstsein gebracht haben. Diesen wichtigen Teil des Maitreya in unserem Herzen. Geht dann zurück zu eurem Atem, ein und aus, ganz ruhig und lächelnd und dankbar, wenn ihr entdeckt habt, dass die Fähigkeit da ist, zunächst im Geiste und dann vielleicht auch morgen oder übermorgen, es den anderen wirklich zu zeigen, nicht nur als eine geistige Übung, sondern als ein Verhalten in unserem alltäglichen Leben. Darf ich bitten, die Glocke einzuladen? Damit ist meine Betrachtung zu Maitreya und der Liebe beendet. Danke euch sehr für eure Präsenz.